Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Edain-Mod 4.0. Beziehungsweise jetzt ja 4.1. Und ich habe mal wieder eine neue Karte vorbereitet, nämlich der Fluss Grauflut. Das ist eine 6-Spieler-Karte. Wir spielen das jetzt erstmal. Ich habe mich so ein bisschen daran gehalten, wie wir das im ganz normalen Edain-Mod gemacht haben. Da haben wir ja jetzt alles so auf leicht erstmal eingestellt und alles gelassen und machen das jetzt auf 6 Spieler und dann auf 8 Spieler leicht und machen das dann bei Mittel, machen wir das dann mit 2 Spielern, 4 Spielern, 6 Spielern, 8 Spielern und so weiter und so fort. So machen wir das jetzt auch beim Edain-Mod 4.0. Irgendwann in naher Zukunft, ich weiß allerdings noch nicht ganz genau wann, wird es wahrscheinlich wieder zu einem Battle kommen. Vielleicht ist der Black dann auch mal beim Edain-Mod mit dabei. Vielleicht nicht genau diesem Edain-Mod, weil das ja nur eine Beta aktuell ja ist. Und es ja doch ein paar, ja, wie soll man sagen, spielrelevante, sehr stark spielrelevante Entscheidungen gibt, die verändern oder spielentscheidende Frele, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Was halt dahingehend, ja, verändert wurden ist. So, jetzt wird gekämpft. Das ist unser Motto. Und so werden wir auch erstmal anfangen. So, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge schon mit Modo gespielt gehabt. Das war eigentlich gar nicht so unschlecht gewesen. Und ich würde sagen, wir bauen hier direkt mal einen. Ja, kosten wir und Einheiten-Upgrades. Ja gut, wir hatten eigentlich im Grunde genommen, hatten wir ja nur. Ja, im Grunde genommen brauchen wir nur die beiden Dinger. Und am besten natürlich noch irgendwie so eine Kaserne. Was natürlich gerade ein bisschen dauert, aber ja, okay. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal aufgrund der Masse gewonnen gehabt, ne? Also das war schon ziemlich stark auf jeden Fall. So, Motorkaserne wird jetzt auch schon mal gebaut. Und wir bräuchten natürlich zum einen die Produktionserhöhung, Gebäude erreicht Stufe 2. Leben brauchen wir eigentlich nicht. Und Vorratslage ist natürlich auch immer ganz interessant. Gerade bei den Orks, beziehungsweise jetzt hier bei Modo. Im Grunde genommen brauchen wir auch dann gleich eine zweite Kaserne noch. Spammen wir das Zeug hier erstmal, ne? In der einen. Das hatten wir ja so beim letzten Mal auch schon gemacht gehabt. Das ist ja nicht das große Problem. So, okay. Gurbak hatten wir auch rekrutiert, aber naja. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Trollkäfig. Okay, große Belagerungswerte und Kampfturm können wir hier auch noch bauen. Aber erstmal alles mit der Ruhe. Hier hätten wir auf jeden Fall dann so ein Einheitenlager. Aber wir warten da erstmal noch ein Stück weit ab. So, die ersten müssen dann gleich erstmal vorbeikommen hier. So, da kommen auch schon die ersten raus. Bewegung! So, dann können wir auf jeden Fall schon mal die zweite Motorkaserne schon mal anwerfen. Könnten wir vielleicht auch schon mal ein paar Bogenschützen so gesehen bauen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so die schlechteste Maßnahme. So, jetzt sind wir natürlich erstmal wie immer erstmal wieder in der Aufbauphase. Wahrscheinlich wird schon in ein oder zwei Minuten wird wahrscheinlich schon der erste Gegner fallen. War ja beim letzten NPC-Kampf 4 gegen 4 ja auch nicht anders. Jo, ist fertig, ne? Jo. Okay. So, wir können auf jeden Fall mal die Armbrustschützen, können wir auf jeden Fall schon mal gebrauchen. Und zack. Ein Bataillon haben wir dann davon schon mal. Und dann könnten wir hier mal vielleicht mal das Vorratslager mal erhöhen. Aber es kostet halt ewig viel, ne? Oder so eine Produktionserhöhung wäre vielleicht gar nicht so schlecht erstmal. Können natürlich auch erstmal sagen, dass wir uns hier unten diesen Posten erstmal holen werden. Gehen wir mal mit der gesamten Armee hin, weil ich nicht weiß, ob da was davor steht. Oder nicht. Nee, in dem Fall gerade mal nicht. Nein. Wir werden hier nicht rasten.
Okay, die Armee ist groß genug, da habt ihr es auf jeden Fall schon gehört. Genau das ist das große, große Problem. So, dann bauen wir erstmal hier das hier aus. So, und da könnten wir vielleicht schon mal ein bisschen. Achso, Bogenschützen sind jetzt mittlerweile auch da, das ist okay. Da können wir ja zumindest mal ein bisschen hier durch die Gegend rennen. Okay, auch. So, okay, gehen wir mal rein da. Schon mal ein Stück weit. So, dann können wir hier natürlich. Hier wäre natürlich nochmal so eine Produktionserhöhung natürlich nochmal schön gut. Kostet 300, kostet das übrigens aktuell. Schicksalskräfteaufladezeit 5%. Achso. Okay. Gut, ich bräuchte auf jeden Fall, brauche ich definitiv das Vorratslager. Das ist auf jeden Fall von essentieller Wichtigkeit. Große Problem ist, na gut, hier über den Fluss werden sie vielleicht noch nicht kommen, glaube ich. Hier drüben könnte man vielleicht noch mal was holen. Ja, dauert natürlich alle seine Zeit hier unten und hier oben und überall. Macht man hier weg, das Dingens. So, dann können wir hier dabei jetzt mal so ein Schlachthaus schon mal bauen. Okay, gut. Gehen wir mal hier drüben hin. Könnte man das hier vielleicht auch gleich nochmal mit einnehmen. So, okay. Ich bräuchte. Wo sind sie? Ich sehe noch keine. Ah, da sind sie. Ja, ist natürlich schwer jetzt für den NPC dort was zu machen. Dann könnten wir hier das verbesserte Vorratslager auf jeden Fall noch bauen. Das kostet ja ganz schön viel sogar. 600 kostet das, okay. So, dann kaufen wir uns gleich noch die Ork-Bogenschützen. Ja, komm schon. Okay. So, hier unten ist es eigentlich ja wirklich relativ ruhig. Und ich würde sogar fast sagen, wenn wir dann hier noch einen Kampfturm hinbauen, was können wir denn eigentlich noch machen? Wir könnten erstmal endlos. Ja, das können wir doch machen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Bauen wir erstmal hier noch einen Kampfturm schon mal hin. So als defensives Bindeglied. Oh, hier haben wir auf jeden Fall auch schon mal ein paar Orks noch. Und dann warten wir mal kurz noch darauf, dass wir hier noch ein Schlachthaus errichten können. Und dann gucken wir mal, wie weit wir uns denn überhaupt ein Stück weit ausdehnen können. Weil wir ja hier oben haben wir noch was. Dann haben wir. Ah ne, hier haben wir nichts. Das ist ein Berg. Okay. Ja, das ist das Problem, was wir halt haben aktuell. So, hier ist natürlich dann die Frage halt, ne? Haust du hier noch ein Vorratslager rein, da kann man natürlich Probleme dann später bekommen, aber. Okay. Gut. Sind die Bogenschützen schon fertig? Jo, die sind sogar schon fertig. Ich denke, wir haben sogar eine ziemlich starke Armee mittlerweile schon. Weil hier ist nämlich, hier wird nämlich auch schon der NPC irgendwo sein. Hier. Hier nämlich. Ja, der wird wahrscheinlich, der in der Mitte wird wahrscheinlich als erstes fallen, weil wahrscheinlich der hier auch noch auf nach links gehen wird, warum auch immer. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau sagen, wieso er das machen wird. So, bauen können wir auf jeden Fall nichts, gerade aktuell. So, das Lager ist hier auf jeden Fall.
Okay. Ja gut, komm, wir greifen halt einfach mal an. Das zählt ja nichts. Gucken wir halt mal, was wir da reißen können. So, wie gesagt, wir haben ja sowieso noch eine Produktion, haben wir eh noch einiges gerade. Das ist noch alles in Ordnung soweit. Ja, da geht auf jeden Fall einiges verloren und kaputt dort, sehe ich gerade. Aber zählt halt nichts, ne? Das ist. Man muss halt irgendwie, muss man ja an die Punkte auch rankommen hier. Ein bisschen was wird ja dann doch immer mal noch mit zerstört. Aber ihr seht schon, da war eine sehr, sehr große. Das war jetzt schon eine sehr große Armee eigentlich gewesen. Und man hat es halt eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich geschafft. Wir können jetzt uns eigentlich, können wir das auch schon wieder zurückziehen hier. Lass uns mal zurückziehen hier. Mit dem, was wir noch da noch haben. So, wir können dabei jetzt ja wirklich mal irgendwie nochmal einen. Hier, den Herrführer fand ich gar nicht so schlecht. Das letzte Mal. Okay. Gut, das hier wird wahrscheinlich auch relativ safe sein, hier denke ich alles. Hier unten könnten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen was machen. Verbessert das Vorratslager, okay. Jo, das sieht doch alles schon mal ganz okay aus hier. Ich bräuchte mal. So, zack. Ich bin Saurons mächtigste Waffe. Wie unser Meister es befohlen hat. Wegen eurer Frechheit. So, einen Helden haben wir jetzt hier schon mal erstmal. Dann muss ich jetzt nur erstmal ein bisschen aufleveln hier. Ich denke, das wird er auch auf jeden Fall hinbekommen da unten. So, machen wir erstmal Bannerträger noch. Hier oben läuft alles gut. Das ist ja soweit auch alles kostenlos hier unten. Ich bin Saurons mächtigste Waffe. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Das Einzige, was ihr getan habt, ist meine Zorn. Okay, so, das verbesserte Vorratslager können wir natürlich bauen. Können wir gehen aber erstmal hier noch auf Produktion und hier können wir. Ja gut, hier fehlt es uns noch etwas. So, okay. So, unser Held ist jetzt auf jeden Fall schon mal Stufe 2. Dann geben wir uns erstmal nochmal ein bisschen Leben. Und, ja, sieht ja an sich hier erstmal. Es ist sehr ruhig. Wäre natürlich cool, wenn dann jetzt hier dann erstmal irgendwann demnächst da irgendwie mal was zerstört werden würde. Aber wir bräuchten dafür halt wirklich schon. Weiß es nicht, irgendwie so ballistemäßig, irgendwie sowas in die Richtung. Und 600, ja, okay. Gut, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das bald mal hin. Was können wir der Walzen noch bauen? Wir hätten jetzt hier, achso, Kankra hätten wir hier noch. Was war das? Ruf dauerhaft aus dem fernen Ruhen. Gut, das klingt auch ganz interessant alles eigentlich. Nee. Ich würde auf jeden Fall mal das Auge mal interessieren. Die haben Wargreiter, haben die dort. Das heißt, das wäre gar nicht so unübel, wenn wir hier mal was. Das hier mal bauen. Okay, hier haben wir auch nochmal böse. So, was haben wir denn hier drüben? Gucken wir da nochmal rein. Sie greifen uns an!
Ich habe vom dunklen Herrscher persönlich eine neue Horde. Oh. Ist es möglich? Okay. Ah, hier drüben haben wir den jetzt. Oh nein, oh mein Gott. Jetzt rennen die so hin. Lol. Oh, die. Achso, okay, gut, das ist hier böse, ist das. Okay, und dann würde ich mal sagen, ist die erste Folge auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, lasst ein Feedback da. Und seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es darum geht, ja, hier herumzuschlachten. Bis zum nächsten Mal, ciao.